Gut, dass so viele Hände anfassen können. Schließlich wird der Badeteich rund 80 Quadratmeter groß und die Seitenwände müssen ja auch abgedeckt werden. Dann ist die Teichfolie dran. Mit rund 500 Kilogramm ist die ein richtiges Schwergewicht. Nur mit vereinten Kräften ist das zu schaffen. Auch bei großen Flächen sollte die Folie aus einem Stück sein. Das spart aufwendiges Verschweißen und ist sicherer. Klaus Daum schwört auf hochwertige Ware. Das ist Kautschuk. Das ist eine Kautschukfolie, die ist, wie man ja sieht, sehr beweglich. Kann man sehr gut verarbeiten, ist elastischer und hat den Vorteil, ich kann sie bei allen Temperaturen verarbeiten. Bis minus 10 Grad haben wir die schon verlegt, was man bei einer anderen PE und so weiter gar nicht machen kann. PE steht für Polyethylen und ist thermoplastischer Kunststoff. Wichtig beim Verlegen. Muss locker, ganz locker liegen. Gottes Willen nicht stramm. Denn der Wasserdruck ist ja nachher gewaltig. Und wenn wir es dann irgendwo spannen, dann könnte es zu, nicht zu Rissen, aber zur Ausbeulung kommen. Die Folie kann sich um das anderthalbfache dehnen. Also, aber trotzdem sollte man sie nicht spannen. Bei einem herkömmlichen Schwimmbecken könnte man jetzt das Wasser einlassen. Hier jedoch noch längst nicht. Erst muss noch eine 10 cm dicke Kiesschicht in den Teich. Der Kies dient als Filter. Organische Substanzen, die in den Teich fallen, können durchsickern und sich dann auf dem Grund in Ruhe zersetzen. Was hier jetzt liegt, sind 24 Tonnen und ein Wagen steht noch draußen mit ca. 5 Tonnen. Das ist schon eine Menge, ne? Das sind einige Schaufeln. Aber da können Sie auch alle gut schlafen heute Abend. Noch liegt der Abend in weiter Ferne. Die Galabauprofis kommen ins Schwitzen. Warum nehmen sie nicht einfach den Bagger, statt mühsam zu schaufeln? Ja, mit der Hand geht's gleichmäßiger und folienschonender. Am nächsten Tag große Katastrophe. Die Verschalung hat nicht gehalten, ein Teil der Wand ist eingebrochen. Jens ist ratlos. Und der Profi konsterniert. Was ist passiert? Ja, wir haben hier Stützwände gesetzt und bevor das Wasser drin war, ist die Erde nachgerutscht, hat die Stützwand etwas weiter in den Teich gedrückt und wir hatten jetzt zur Sicherheit schon mal Wasser eingelassen, damit uns die restlichen Stützwände nicht auch abbrechen. Die Methode selber machen hat zumindest bei der Verschalung wohl so ihre Tücken. Ich hab gedacht, zeigst du denen das? Ich habe zwei Platten gesetzt, war okay. Und dann bin ich nach Hause gefahren und gedacht, den Rest wollen die auch alles selber machen, um Geld zu sparen. Und dann kommt sowas dabei raus. Ne? Jetzt heißt es erst einmal Einbruch eindämmen. Zusätzliche Stützen zur Stabilisierung der Verschalung müssen eingezogen werden. Eine ziemliche Schufterei und wieder mindestens 2 Stunden Zeitverlust. Zum Schluss noch ein paar Schiebkarren Blähtorn hinter die Verschalung zum Auffüllen. Aber warum Blähtorn? Um den Gegendruck geringer zu bekommen. Weil wenn ich jetzt wieder Sand einfülle, habe ich sofort wieder einen Gegendruck. Und so kann ich das ausgleichen, weil der Blähton ja nichts wiegt. Denn Blähton ist hochporös. Wegen seiner guten Speichereigenschaften wird er zum Beispiel als Substratersatz für Zimmerpflanzen verwendet. Panne behoben. Alle können durchatmen. Jetzt kann es weitergehen. Und endlich kann das Wasser in den Teich. Aber das kommt nicht aus der Leitung, sondern aus dem Hydranten. Die Genehmigung dafür kann jeder bei seinen örtlichen Wasserwerken beantragen. Da ist eine Wasseruhr dran. Und man kann dann dementsprechend hier an die öffentliche Leitung bezahlt, dann den Wasserverbrauch, der wird aufgeschrieben. Und man kann dann hier Wasser entnehmen, das geht dann auch schneller, weil C-Rohr dran und dann kriegen wir auch Wasser in den Teich. Und außerdem billiger. Statt sonst 5 muss Jens für das Wasser auf diese Weise nur 1 Euro pro Kubikmeter zahlen. Wassermarsch! Aber nicht auf dem direkten Weg. Mit diesem gelben Drainageschlauch bremst Teichbauexperte Klaus Daum den Druck des Wassers ab. Einfach, aber wirksam. Wenn ich den Schlauch so unten reinlege in den Teich und bei der Wassermenge, die da kommt, da finde ich den Kies nach einer Stunde sonst wo wieder. Und so kann das langsam nachlaufen bei gleicher Wassermenge.
Das ist ja das Schöne dabei. Zeit für den nächsten Arbeitsschritt. Das Setzen der sogenannten Filterkörbe. Die sind Teil des biologischen Klärsystems, das später für glasklares und sauberes Wasser ohne chemische und mechanische Hilfsmittel sorgen soll. Und dann heißt es wieder Kies ranschaffen. Und dabei aufs Tempo drücken. Die gleich am Morgen verlorene Zeit muss wieder reingeholt werden. Dies ist kein einfacher Kies, das sind Zeolite, ein fein zerkleinertes Lavagestein, das aufgrund seines Porensystems über besondere Filtereigenschaften verfügt. Das sind die vielen tausend Kanäle auf engstem Raum. Das ist das Geheimnis der Zeolite. Ein Quadratzentimeter eines guten Zeolits kann bis zu 4000 Quadratmeter Oberfläche bieten. Die Zeolite filtern also die Schadstoffe aus dem Wasser. Und gleichzeitig siedeln sich in ihrem Porensystem Milliarden von Mikroben an. Die wandeln alle Schadstoffe um in ungiftige Substanzen. So, hier kann ich natürlich Mikroben ansammeln, aller Art. Alles, was wir im Wasser haben, was lebt, kann ich hier binden. Und alle Mikroben sind auf der Suche nach Futter, auf Deutsch gesagt Nahrung. Und dadurch bekomme ich den Zersetzungsprozess per excellence. Tonnen von Erde bewegen ist jetzt wieder angesagt. Also noch einmal Maschineneinsatz. Und Kirsten Budenzieg fragt sich offenbar gerade, auf was sie sich da eingelassen hat. Sie macht sich Sorgen um ihren Garten. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass wir hier eine Baustelle haben. Aber das ist ja total schade. Aber das Projekt Badeparadies kommt jetzt in großen Schritten voran. Als nächstes Wasserpflanzenrecycling. Alles, was rund um und im alten Teich noch brauchbar ist, wird ausgegraben und umgesetzt. Die Filterkörbe fungieren dabei gleichzeitig als Pflanzkörbe. Überall, wo ihr rankommt, das ganze Feld, die Ecke da hinten freimachen. Stück für Stück. Und ich teile die dann auf. Da können wir 20, 25 Körbe mit bepflanzen. Aber nicht nur die Pflanzen ziehen um, sondern auch die Fische. Die müssen aber noch ein bisschen warten. Wenn sich das Wasser soweit beruhigt hat und erholt hat, setzen wir die Keus um und dann die alte Folie raus und dann wird der zugekippt. Ja, da haben wir ja noch genug. Noch 2 Stunden bis zum Dunkelwerden. Wenn sie bis dahin alle Pflanzen umgesetzt haben, sind die Budenzieks wieder voll im Zeitplan. Also noch einmal die Kräfte mobilisieren. Geschafft. Für ein Badeparadies ist das Wasser allerdings noch reichlich trübe. Diese braune Brühe soll das ändern. Das sind Mikroorganismen. Das Wasser bekommt jetzt Leben, weil ja noch nichts drin ist. Wir haben ja Stadtwasser, da lebt ja nichts drin. Und jetzt bringe ich hier im Grunde genommen durch diese Mischung Leben ins Wasser. Am nächsten Morgen. Den Tag heute können unsere Teichbauer ganz entspannt angehen. Nur das Verlegen der Teichumrandung steht auf dem Programm. Auf eine schöne Optik kommt es dabei nicht an. Nur stabil muss es sein. Der gesamte Innen- und Außenbereich wird zugepflanzt. Da muss man nachher, nach einem Jahr, muss man das Brett suchen. Weil es ist nicht mehr sichtbar. Es ist weg, verschwunden im Grün. Am Ende von Woche 3, die Budenzieks haben es tatsächlich geschafft. Ihr Badeparadies ist fertig. Es ist schöner geworden, als ich gedacht habe. Ja. Größer und schöner. Nächstes Jahr können wir uns dann nicht erholen in unserem neuen Garten. Vielleicht. Ich denke, wir würden es wieder so machen. Ja. Auf Prost. Den neuen Teich. Auf den neuen Teich. Auf dass er euch viel Freude bringt. Ja, ich glaube schon. Das Badeparadies hat die Budenzieks 10.000 Euro gekostet. Das mit Anpacken hat sich gelohnt. 5.000 Euro haben sie gespart.